Hallo Freunde und willkommen bei einer neuen Folge Big Reacts. Diesmal geht es im Spiel gegen OG im Halbfinale von der GMAC Summer, wo wir leider davor gegen sie verloren haben. Und wir gucken uns einmal ein paar Clips an. Und direkt mit einem Klatsch von mir. Nice. Unlucky. Ja, ich habe gedacht, sie haben dieses übliche Kreuzfeuer, dieses Y Dark. Und jetzt ein bisschen auf Movie gespielt, ich wollte richtig geil durch Bunny hoppen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es passiert. Ja. Boah. Einfach ins Gesicht geschossen, da kann man nichts zu sagen. Ist auch ein bisschen gelackt vielleicht auch. Ja, cool. Sehr nice. Ja, ich kann mich fast gar nicht mehr daran erinnern, dass er auch einmal auf die zweite Box gejumpt ist und dann beide Gegner gespottet hat. Und zum Glück hat er natürlich ein grandioses Aiming und kann die Runde für uns gewinnen. Ich hole sehr viele Clutches mit Luck. Das ist halt so auch mein Ding. Fatih hat mir mal gesagt, ich bin der beste Lucker der Welt. Ich habe einfach unglaublich viel Luck. Und ich spiele drauf. Das ist okay. So, Sirson gegen OG auf das 2. Wir sind 1-0 down. Hier ist die beste Mitte-Scout der Welt. Ich habe noch nie eine AWP gesehen oder eine Scout, die so viel Utility noch verwendet. Egal wie, wann, wo, immer ein. Und dann Headshot. Das sind geile Kills im Flo. Sehr leichte Kills. War zwar eine Eco, aber immer souverän sieht man, dass er sehr, sehr zielsicher ist mit dieser Waffe. Für uns ist er eigentlich, das ist eigentlich wie eine ABP für uns. Deswegen, wir spielen nicht richtig drauf, aber wir spielen schon möglichst um ihn rum und versuchen nicht zu früh zu sterben, weil wir wissen, er kann immer die Leute für uns taggen oder wir machen Utility Damage, damit er One-Shots hat statt Tags. So, Jar mit einem 3K, 12-7. Wichtige Runde, um das Game zu closen. Er steht mit unten bei 20 Sekunden, das ist eine krasse Entscheidung. Habe ich ihn selten gesehen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich wieder eine sehr gute Analyse von Tobi. Aber souverän. Mit 5 Männern überleben wir in so einer wichtigen Runde, das gefällt mir zu sehen. 14-9. 4 gegen 3. Fetter. Boah, gute HE. Geht so. Da wird einfach gecheatet oder so. Jan sieht keinen einzigen Gegner und macht 3 Kills durch die Smoke. Starke Shots, Jan. Und das nehme ich. Sehr gut, Jan. Weiter so. Das ist einfach ein sehr krasses Game Sense. Entweder wir haben gut ausgeschlossen, wir wussten ganz genau, wo die sind. Sehr gutes Timing mit der HE und dann einfach perfekte Sprays. Der Gegner muss auf jeden Fall geflucht haben. 2-1 steht's. 2-1. Oh, 1-1-Situation. 1-2-Situation. Nils gegen Mant und Issa. Ah, ich erinnere mich. Ja, da spielt Nils gut. Es ist eine schwere Situation, weil der Gegner überall sein kann eigentlich. Spielt es clever mit dem Job. Stark. Gutes Aiming dann beim zweiten. Erste war leicht, weil er wusste, wo er war. Gutes Aiming beim zweiten, gut antizipiert. Starke Runde. Wichtig. Ja, wir sind sehr gut im Clutch, das gefällt mir sehr gut. Ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist auf jeden Fall, wir reden sehr viel und generell über die Situation, über das Spiel, wie dass wir sehr ruhig immer sein sollen in jeder gewissen Situation, sei es gerade im Clutch, vor allem 1-on-2, 2-on-1 und so, versuchen wir immer den Überblick zu behalten und dann einfach die leichten Entscheidungen zu treffen. Und anstatt eigentlich immer jemanden zu rushen, jemanden zu pushen, entscheiden wir uns dann eher wirklich einfach kontrolliert die Runde auszuspielen, weil der Gegner meistens eh den Fehler macht. Der ist halt in der Situation, einen Fehler zu machen. Weil wenn man eigentlich cool bleibt in der Situation, können nicht viele überreagieren, wollen immer schnell das Duell suchen. Und wenn man das Duell dann antizipiert, hast du eine sehr leichte Situation für dich selber. Und das setzen wir auf jeden Fall sehr gut. Und natürlich sehr gutes Aiming von allen vorhanden, natürlich auch vom Flo. Sehr cleveres Pre-Aim mit der Awe, natürlich gute Flicks hier und da. Deswegen sind wir auf jeden Fall meiner Meinung nach einer der stärksten Clutch-Teams gewesen vor der Break. Mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr so krass, aber es kommt wieder auf jeden Fall. So. Tubson, 2M4 Headshots and T-Sen 3 Kills to shut down the Bombsite A Offense. Keto Free Fake an der Rampe, wie gewohnt. Oh, Mist. Gute HE von mir. Oh, ich droppe da. Ja, bisschen Chaos. Nutzen das Chaos gut aus. Da muss ich den dritten auch machen, leider. Schlechtes Aiming danach, aber mit 2 Kills kann ich mich nicht zufrieden geben normalerweise.
Aber jetzt gute Retake-Situation für uns. Schön, Tizi. Sehr gut. Flo und Tizi spielen die Situation gut aus. Tizi versteht die Situation sehr gut, weil er genau weiß, wo er hin-aimen muss. Er weiß immer eigentlich, ohne wirklich viel zu kommunizieren, weiß er eigentlich, dass er eher nach links gucken muss, wenn sein Teammate zum Beispiel nach rechts guckt. Also das Frag-Verhalten, Refrag-Verhalten und generell Engel-Verständnis ist bei Tizi sehr hoch. Und deswegen gewinnt er natürlich auch sehr viele Clutches, weil er sehr viele Reflex-Situationen hat in den X&X-Situationen. Und das ist auf jeden Fall, merkt man sehr, wie clever eigentlich Tizi so in diesen Situationen geworden ist. Das war früher einer der größten Schwächen von Tizi, würde ich sagen, weil Tizi hatte sehr viele Positionen als CT, vor allem, wo er, wenn sein Bombsite nicht attackiert wurde, war er immer am längsten am Leben und musste dann die Situation klatschen. Hat er mittlerweile so gut under control, das ist echt bemerkenswert, wie er das eigentlich geupstept hat. Und bin auch sehr stolz darüber. Oh shit, was ist das? Ich will noch eine Szene. Tizian wieder. Wieder im Clutch wahrscheinlich. Bombe liegt, 2 gegen 2. 14, 13. Einer der wichtigsten Runden. Tizian und Jahn leben, würde ich sagen, haben wir eine sehr hohe Quote. Genau das, was ich meinte. Tizian wieder ein sehr gutes Engelverständnis. Wunderbar gespielt. Diese Dirty Fights, da ist Tizian auch einer der besten Spieler der Welt, würde ich sagen. Er lackt manchmal die Gegner so dreist weg und lacht dann auch noch so richtig dreckig, aber das gefällt mir sehr, wie er auch auf Lack manchmal spielt. Wird natürlich auch belohnt und umso glücklicher eigentlich dafür. Aber wirklich sehr, sehr gute Situation. Einer der stärksten Clutches bei uns zurzeit im Team. Clutch-Spieler. Okay, letzte Szene, Xantaris. Es steht 14-14, das ist aber trotzdem die letzte Szene. 3 gegen 2, Keto Free Frag, Tabson Free Frag, ich Free Frag, 1 gegen 2. 1-1, weiß ganz genau, wo der Gegner ist. Jan ist auch ein verdammt cleverer Clutch-Spieler. Sowas habe ich selten gesehen. Liegt natürlich auch einfach an der FPL-Erfahrung. Er spielt sehr viel FPL, weiß genau immer, wo die Gegner sind, in jeder Situation eigentlich. Und es ist einfach bemerkenswert, wie auch sein Pre-Aim-Verhalten ist, wie sein Engels-Verhalten ist. Ist immer Gesicht. Egal wie, immer Gesicht bei ihm. Wichtigste Runde wahrscheinlich im Spiel, 15-14 hat er für uns entschieden und damit gewinnen wir auch das Spiel 16-14 danach. Grandioses Spiel, wirklich. Jan weiß einfach ganz genau, wie man diese Clutches spielt und deswegen gewinnt er auch fast die meisten. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Big Reacts.